Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruder Baustelle. Und ihr seht, wir sind auf dem noch Parcours bei mir. Und genau das begründet im Endeffekt auch dieses Video. Denn der Parcours wird nach aktuellem Stand nicht mehr lange bestehen. Der wird abgebaut, denn hier wird umgebaut. Und ja, ich muss ein bisschen Platz machen. Deswegen habe ich mal die zwei Bagger hier mit dabei und einen Baggerstuhl. Ja, das waren im Endeffekt die ersten Bagger, die ich so umgebaut habe. Das ist noch lange vor den ersten Huina-Baggern, beziehungsweise vor den ersten, gerade vor den ersten Huina-Vollmetall-Baggern. Das sind jetzt Yamaha-Bagger. Yamaha hat die importiert von Double Eagle oder wie sie auch immer sie schimpfen, der Hersteller. Und die gibt es immer noch, die kosten, keine Ahnung, 60, 70, 80 Euro, je nachdem, wo ihr die findet, von Yamaha. Sind super Kinderbagger, denn sie sind A, relativ kräftig, sage ich jetzt einfach mal. Sie sind aber vor allem auch ultra robust und einfach zu steuern und die haben überall eine Rutschkupplung drin. Und ja, war super. Und dementsprechend habe ich jetzt noch zwei. Ich hatte ja mal so einen kompletten Fuhrpark, wo ich wirklich an einer Reihe richtig viele davon hatte. Und ja, aber nachdem eben jetzt die Vollmetallbagger kamen und auch erschwinglich waren, ist dieser Bestand schon geschrumpft. Und jetzt habe ich eben noch den einen hier, der umgebaut ist mit Stuhl, und der andere, der auf normale Fahrregler, allerdings nicht die von modellbauregler.de, sondern auf günstige Fahrregler umgebaut worden sind. Einfach, dass man den feinfühlig mit der normalen Fernbedienung fahren kann. Und ich glaube, bei dem hier war das so, dass die Fernbedienung keine Eurosteuerung hatte. Deswegen habe ich den eigentlich ursprünglich umgebaut, denn da brichst du dir die Finger, wenn der keine normale Steuerung hat. Ja, wie schaut's aus? Die zwei landen jetzt unter dem Hammer. Und das war das, was ich auch schon angekündigt habe. Wir haben ja vor, viel Baustellen-Equip zusammenzubasteln. Und nachdem ich jetzt auf meinem Parcours nicht so viel Bedarf habe, natürlich werde ich ein bisschen was anderen Parcours bereitstellen, beziehungsweise da einfach weitergeben. Und ein paar Sachen werde ich, sind unter Umständen eh Kundenaufträge, und ein paar Sachen, die ich einfach nicht brauche, die werden unter Umständen dann eben auch direkt unter dem Hammer landen, für was ihr sie dann schießen könnt. Das wird sich sehen. Ja, ich habe da keine Ahnung, ich werde die dementsprechend günstig einstellen, und wer es brauchen kann, kann es dann haben. Bei mir geht es eigentlich mehr oder minder darum, dass ich es ja nicht lagern kann. Also wie gesagt, wenn es kein Parcours gibt, dann brauche ich es jetzt nicht irgendwo im Schrank einlagern, das Parcours-Equip. Genau, aber soweit kommt es eben noch. Wie gesagt, ich habe ja bei den letzten Videos schon darauf hingewiesen, hier unten oder hier, irgendwo hier auf der Seite ist ein Wasserzeichen, da könnt ihr ganz einfach abonnieren, und ihr könnt natürlich unten im Video auch abonnieren. Klickt auf Abonnieren, klickt die Glocke an, und dann kriegt ihr Benachrichtigungen, wenn die Videos online gehen. Denn ich habe hier vor, wenn das Video online geht, dementsprechend dann die Auktion zu starten. Das heißt, es ist einfach da der zeitliche Faktor. Das Ding läuft dann 10 Tage und irgendeiner macht den Schnapper. Ja? So, damit ihr da nichts verpasst, einfach mal sich informieren. Jetzt würde ich aber zu den zwei Baggern kommen, die jetzt direkt eingestellt werden. Nicht zusammen, sondern getrennt. Aber genau, wir fangen vielleicht mit dem einen hier an, mit dem hier hinten. Der hat, wie gesagt, der hat eine normale Fernbedienung. Wo auch immer ich die her habe. Also beide stammen im Endeffekt aus meinem privaten Fundus, denn da war ich mit dem Modellbau noch nicht selbstständig. Da habe ich das noch alles selber auch ja, finanziert aus eigener Tasche. Das ist also hier mein privates Spielzeug so gesehen. Und der hier ist umgebaut und fährt mit den 2S, also 7,4 Volt Lipo-Akkus. Schauen wir gerade mal. Der hat auch schon ein bisschen Standzeit, das heißt, nur ein bisschen WD-40 wird er alleweil noch bekommen. Und ich teste die natürlich vorher nochmal alle durch. Keine Frage. Also sollte noch irgendwo ein Zipperlein sein, dann wird es behoben. Und bei dem hier Fernbedienung an, Modell an. Seht ihr den hier? Ich stelle den gerade zur Seite.
Also, der hat also wie gesagt überall die Rutschkupplung drin. Das heißt, der knackt einfach. Was hier halt besonders ist, man kann ihn leicht, langsam fahren und schnell. Deswegen ist der natürlich da schon dementsprechend wunderbar ausgestattet. Und wie gesagt, wenn er einfach zu viel Last hat, dann fängt das Knattern an. Und ja, ist ein preiswerter Einstiegsbagger, ist natürlich wie gesagt auch für Kinder geeignet, allerdings halt da gucken, Lipo-Akkus, Kinder, weiß ich nicht, kommt immer aufs Alter drauf an. Aber ich sage jetzt mal, um einfach mal schnell was zu beladen, überhaupt kein Problem. Ist wunderbar. Fahren bei dem hier über die drei Drehpotties. Das heißt, schauen wir mal, wie das hinbekommt. So. Ja, kriegt mal hin, würde ich sagen. Also, ist alles kein Hexenwerk. Und wie gesagt, ansonsten, tolles Modell. Als Kindermodell, als Anfängermodell, kann man auf jeden Fall damit ein bisschen arbeiten. Vor allem ist er halt pflegeleicht. Es ist nichts großartig dran, was kaputt gehen kann. Alles gut. Ja. Das ist mal das erste Modell. Das zweite ist das hier mit der kleinen Fernbedienung. Ich packe das gerade mal um. Also Nummer 1. Nummer 2 ist dieser Schatz und der hat hier hinten einen Adapter drin. Das heißt, den kann ich mit den Original-Akkus fahren. Ihr seht in der Beschreibung, ob ich noch Akkus dafür finde und mit dazu packe oder ob die schon durch sind. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Oder ob ich die mal irgendwo anders weg habe. Es ist auf jeden Fall ein Adapter drin. Wir können auch den 2S Lipo hier reinpacken. Also auch gar kein Thema. Und dann machen wir hier mal an. Jawohl. Der hat das Soundmodul natürlich noch original mit drin. Also ihr hört, die wachsen im etwas festeren Boden, aber auch da, ja. Er ist aus Plastik, er ist leicht, er hat hier unten die Eurosteuerung, ihr habt prinzipiell glaube ich sogar einen Zusatzanschluss da unten irgendwo, ne, war nicht dabei, ich weiß gar nicht, wofür die da oben waren. Wir haben hier Fahren und Lenken. Also die Steuerung ist absolut auch für Kinderhände geeignet. Das Ding ist echt klein, die Fernbedienung, ideal, also wirklich ideal. So, das Ding ist auch leicht, man kann es natürlich noch bespielen. Ja? Was genial ist, was echt genial ist, ist... Na? Oh, wo bin ich jetzt rausgekommen? Irgendwo so ein Demo-Modell, ha? Ach da, genau, so viel dazu, ich bin Steuerung. Also, er ist unten komplett geschlossen, ist also wirklich auch Baustellen- und Sandkasten tauglich. Ja? Wasser, weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht probieren, aber ansonsten habe ich auch kein Problem, das mal einem Junior in die Hand zu drücken. Was jetzt das Ganze zu meinem Modell gemacht hat, war im Endeffekt dieser Stuhl hier. Und jetzt kommen wir halt zu einer Krux. Wer hier den kauft oder bestellt oder ersteigert, der muss abgeholt werden. Denn ich verschicke dieses Teil nicht. Ich weiß nämlich nicht, wie ich das machen sollte. Ja? Ich bin ganz im Süden Deutschlands. Ich bin in 87488 Betzigau. Das heißt, ich bin wirklich echt weit unten für alle, die weiter oben sind. Muss abgeholt werden. Geht nicht anders. Ja, ich werde ihn nicht verschicken. Wir haben hier hinten die Anschlüsse, die sind beschriftet A, B, C, D. Und wir haben hier
am Stuhl dementsprechend auch unsere Anschlüsse und dann stecken wir die hier einmal rundherum ein. Ja, ich sehe, sind Dinge abgegangen. A, B, C, D. Ich muss erstmal gucken, nicht, dass ich hier was Falsches sehe. C und D und A und B. So, A und B und C und D. Das ist übrigens analog, also analog in dem Sinne, dass ich hier keine Steuerung habe für, ich kann Vollgas fahren, also ich habe immer vollen Ausschlag. Jetzt kommt eigentlich der Punkt, wo ich echt, wirklich bevor ich den Huina Vollmetallbagger hatte und den anderen Baggerstuhl, diesen zusammenklappbaren gebaut habe, da saß ich hier und habe gebaggert. Und zwar in diesem Stuhl. Weil es halt einfach genial ist. Also das ist was, wo ich sage, das im Garten, einfach top. Also ich bin schon länger nicht mehr gefahren, wie man sieht. Und wenn ich es so mache, habe ich sogar keinen Bock mehr hierher zu gehen. Also das muss jeder mal für sich selber gemacht haben. Ja, natürlich mit so einem Huina Vollmetallbagger, aber ich meine, wir müssen mal gucken, wo wir hier liegen, preislich. Ist halt der Hammer. Ja. Also macht einfach Laune. Ja. Probiert es aus. So. Die Grundfunktionen zum Baggern sind hier drauf auf den zwei Joysticks. Wie gesagt, einfach anstecken und fahren. Tut man hier einfach beiseite. Das ist ein Bagger, der fährt nicht, um Gottes Willen. Von dem her, auch der hat die Rutschkupplungen drin, also kann auch der Junior damit fahren, ist überhaupt kein Schmerz. So, Strom verbraucht er so gut wie gar keinen, das ist also echt der Wahnsinn. Und wenn man den pfleglich behandelt, hält das Ding wahrscheinlich ewig. Also ich habe die Dinger ja auch schon wirklich lang. Ja? Also, wie gesagt, das hier ist der Bagger mit dem Stuhl mit dabei und ich hoffe, er findet einen würdigen Besitzer und einen würdigen Nachfolger, der dann mindestens genauso viel Spaß hat an dem ganzen Modell wie ich. Ja? Also, wie gesagt, vergesst nicht auf Abonnieren zu klicken und die Glocke anzumachen, denn jetzt wird immer mehr hier rausfliegen. Ich muss hier echt aufräumen und so nach und nach das Zeug aussortieren. Das heißt, es wird jetzt immer wieder mal regelmäßig irgendwo eine Vorstellung geben, kurz was es ist und dann wird es im Verkauf landen. Und das sind Unikate, also ich baue die ja so nicht mehr. Deswegen, ja, wenn weg, dann weg. Ja, der schnellste gewinnt. Und so wird es da auch sein. Deswegen haltet euch ran. Ja. Dann freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ja. Bis dann!